man nämlich immer Geld von einer Firma. Okay, jetzt blöd, den sagt was dazu. Genau, jetzt. Wir können dich noch überfragen. Herzlich willkommen bei Eine Stimme. Heute aus dem Wohnzimmer und live auf der Couch ist Suki, Berliner Rapperin. Du bist nämlich auch jemand, der wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt und gerade auch politische Themen anspricht. Wenn du dir jetzt die Wahl anschaust und das, was alles gerade passiert rund um den Wahlkampf, was fällt dir da auf oder was fehlt dir vor allen Dingen in der Diskussion? Was fehlt mir? Oh, ganz viel fehlt mir eigentlich. Es ist halt irgendwie das, was in der Jugend nachgesagt wird, dass die Politik verdrossen sei, trifft, glaube ich, eher auf so eine Gesamtgesellschaft zu. Aber ich glaube, dass wirklich so ein politisches Bewusstsein oder es gibt keine politisierte Gesellschaft in Deutschland, meinem Empfinden nach. So. Und dass der Wahlkampf, also dass da so die Ehrlichkeit fehlt, dass die Leute halt es so gewöhnt sind, dass alle so viele Jahre eine neue Legislaturperiode beginnt und deswegen vorher gewählt werden muss, das ist einfach so eine, das ist halt einfach so eine Selbstverständlichkeit. Aber so wirklich die Inhalte tatsächlich, also da nochmal reinzugehen, zu gucken, was passiert da eigentlich, was bedeuten diese ganzen Sachen, das scheint also irgendwie auch der Politik scheiße, also dieser Parlaments, dieser Parteienpolitik irgendwie scheißegal zu sein. Aber so ansonsten, also ich finde auch zum Beispiel diese ganze Bildungsthematik, die fehlt irgendwie diesmal, weil du vorhin fragtest, irgendwie was mich vielleicht auch irgendwie stört oder was mir auffällt im Wahlkampf, dass diese ganze Bildungsthematik irgendwie diesmal überhaupt relativ stark runterfällt. Also es geht zum Teil irgendwie um, es geht halt um Mindestlöhne, das finde ich sehr interessant, oder überhaupt um Lohnfragen. Es geht um Wirtschaft, ist sowieso immer ein Dauerbrenner, das geht eh. Dann geht es um Wohnraum und Mieterhöhungsgeschichten und so weiter zum Teil. Aber das hat ja auch was damit zu tun, dass sozusagen außerhalb von parlamentarischer Politik einfach ordentlich Druck gemacht wurde, gerade in Berlin zum Beispiel. Weil ich wollte gerade sagen, gerade diese Wohnraum und Gentrification, also wenn man so ist ja sehr berlinerisch. Ja, und das finde ich halt total krass, irgendwie, wie sich denn so, also das, und das zeigt auch, dass Politik nicht eben nur im Bundestag oder nicht nur in Parlamenten stattfindet, ganz im Gegenteil, sondern dass einfach so hochtrabend gesprochen gesellschaftliche Diskurse, gesellschaftliche Debatten, die politischen Themen auch aufbringen, sozusagen. Ja, ich meine, du als politische Person bist ja da auch nicht unbeteiligt, also vor allem als öffentliche Person kannst du dich äußern und kannst eben deine Themen auch anbringen und du engagierst dich ja auch, ne? Ja. In verschiedenen Sachen. Für welche Themen sind das? Also sozusagen, ich glaube, ich bin tatsächlich in erster Linie bekannt für so Antisexismus und Antihomophobie-Krams. Genau, also deswegen, das ist so, also die Frage von, wie repräsentieren sich Geschlechter und wie repräsentiert sich Sexualität in den Medien, ist, glaube ich, so ein bisschen mein Steckenpferd. Aber es geht auch viel um Bildungsfragen. Ich habe viel in der pädagogischen Arbeit gemacht in den letzten Jahren, politische Bildungsarbeit gemacht. Und ich glaube, das ist so eigentlich mein heimliches Lieblingsthema, das Bildungssystem, glaube ich, kotzt mich echt mit noch am meisten an, weil da halt auch so viel stattfindet. Also ich glaube, das wäre so ein bisschen der Ort. Ich glaube, Schule ist der Ort, an dem wir am meisten arbeiten müssen. Also natürlich ist auch das so ein Parteifloskel-Ding, irgendwie Kinder sind unsere Zukunft, nee, Kinder sind unsere Gegenwart, Alter, checks. Ja, die fangen nämlich nicht erst in 10 Jahren an zu leben, die sind jetzt schon da und lernen das Ganze jetzt schon. Ja. Und wir haben halt eine Pflicht und eine Verantwortung, die halt nicht zu verarschen. So. Und so ein bisschen Kleckerreformismus an Schulen ist halt Bullshit, das reicht alles nicht. Wir müssen aufhören, Kindern beizubringen, dass es irgendwie gute und schlechte gibt. So, du kriegst halt die 1 und du kriegst halt die 5-. Und diese Sachen, also diese ganze Vorbereitung auf Ellenbogenkacke und irgendwie so, die Vorbereitung auf die kapitalistische Verwertungslogik ist das, was die Schule tatsächlich leistet. Und das finde ich grausam, ja. Und das ist halt, und das ist krass, weil das einfach so eine wertvolle Zeit ist, wo man sich so viel geilen Scheiß raufholen könnte. Und das wird so vergeudet und stattdessen ist es für viele so ein Angstort, ja. Und das ist, ich finde, das, wie kann man das Leuten antun, irgendwie sich so diese großartige Chance so ins Negative zu verkehren? Davon nochmal ein leidenschaftlicher Appell von Suki. Ja. Wir danken dir sehr für dein Interview, hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.